Herzlich willkommen bei diesem Monatshoroskop Mai 2019 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berücksichtigen die Präzession, berechnen ihren Horoskopen anderes. Also nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich bewegen. Es ist anderes alles in westlichen Astrologie. Ich biete diese Monatshoroskopen als Blitzberatung an, nur für 10 Euro. Liebe Eriana, ich grüße dich, das ist dein Monatshoroskop. Das Bild, was du siehst, ist dein Geburtshoroskop bildhaft dargestellt. Daran ändert sich nichts. Das ist wie ein Momentaufnahme und zeigt die Sternenhimmel über dir in dem Moment, wo du geboren bist. Das ist dein Seelenplan. Das bleibt. Aber Sonne, Mond und die Planeten bewegen sie sich. Und Planet heißt auch beweglichen Sternen oder Wandelsternen. Und diese Bewegung löst etwas aus im Geburtshoroskop. Und genau das schauen wir an, Monat Mai 2019. 1. Mai. Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Widder. Das ist hier dein Lebenskraft und aktiviert gerade Monatsthemen. Und hier handelt sich um deine Wünsche, deinen Hoffnungen und Freundschaften. Und hier hast du sogar karmische Themen, weil hier befindet sich Rahu, dieser Drachenkopf, in dein Geburtshoroskop und löst etwas aus. Diese Sonnenenergie hier aktiviert auch karmischen Themen, und das ist die Neuorientierung, die Suche nach etwas. Was suchst gerade? Was wird mit dieser Sonnenkraft beleuchtet? Das sind Freundschaften oder bewusst wahrnehmen deine Wünsche, deine Sehnsüchte. Uranus befindet sich auch hier im Widder, und Uranus sorgt für Umbrüche, Veränderungen, Überraschungen, außergewöhnliche Begegnungen. Und mit diesem Uranus-Einfluss ändert sich etwas in deinem Freundeskreis oder du hast eine andere Einstellung auf deine Wünsche und Hoffnungen. Mars ist die Kraft, was alles in Bewegung setzt, oder ein männlichen Person. Mars befindet sich im Stier und das kann in dein Horoskop auslösen gerade, dass du müde, erschöpft bist und brauchst einen gewissen Rückzug, damit du zur Ruhe kommst. In Ruhe liegt die Kraft. Kann auch hier im 12. Lebensbereich dieser Mars-Einfluss bedeuten, dass die hier um Geheimnisse handelt, eine geheime Liebe, oder dass dieser Mann hat ein Auge auf dich, aber er ist noch zurückhaltend. Möglich ist es auch, dass ein männlicher Person erzählt etwas über seine Geheimnisse, oder dass du geheime Feinde hast und mit dieser Mars-Energie sollst du dich wehren, dich durchsetzen. Rahu ist die Drachenkopf und das ist der karmische Weg, was die Seele gerade sucht. Und dieser Drachenkopf oder Drachenkörper, Rahu und Ketu, diesen beiden karmischen Knoten bewegen sie sich auch.
Rahu befindet sich zurzeit in Zwillingen und das ist dein Aszendent, hat einen Einfluss auf deine Persönlichkeit, auf dein Auftreten, auf dein Aussehen. Und hier hast du zurzeit karmische Themen, die Suche nach deiner Persönlichkeit und dein Erscheinungsbild. Dieser Drachenkopf oder Rahu bleibt ganzes Jahr in Zwillinge und bleibt um 2020 auch hier in Zwillinge. Ketu ist die absteigende Mondknoten dieser Drachenkörper und aktiviert karmische Themen und symbolisiert die Vergangenheit. Und Ketu bewegt sich Jahr 2019 und auch 2020 hier im Schütze, aktiviert karmische Erinnerungen und das trifft deine Partnerschaft. Jupiter ist zurzeit rückläufig. Diese Rückläufigkeit bedeutet, dass die Chancenmöglichkeiten momentan gering sind. Oder etwas sollst du noch überprüfen oder noch abwarten. Vielleicht kommt auch etwas Besseres. Kann auch bedeuten, dass jemand meldet sich von Vergangenheit und das ist eine glückliche Begegnung. Jupiter befindet sich in Skorpion und hat einen Einfluss auf deinen Alltag, hat einen Einfluss auf deine berufliche Situation. Das heißt, du hast jetzt Chancen, Möglichkeiten, dich beruflich verbessern, vergrößern, verändern, aber diese Rückläufigkeit bremst noch momentan, weil das ist noch nicht der richtige Zeitpunkt. Saturn ist auch rückläufig und das hat auch mit Vergangenheit etwas zu tun. Saturn bewegt sich im Schütze. Saturn hütet die Karma, bringt etwas in Form, sorgt dafür, dass hier schicksalhafte Veränderungen kommen und das trifft im Bereich Liebe, Partnerschaft. Pluto ist auch rückläufig. Und das erinnert auch an die Vergangenheit und Pluto zeigt, dass du von etwas loslassen sollst oder von etwas trennen oder von etwas verabschieden, weil Pluto konzentriert auf den Wesentlichen und daran liegt auch die innere Kraft. Pluto befindet sich auch im Schütze, aktiviert Liebe, Partnerschaft. Venus ist die weibliche Energie, du als Frau. Bei dieser Bewegung, was man Transit nennt, kann auch bedeuten, dass du begegnest mit anderen Frauen oder Frauen, die Kontakt zu Frauen. Venus bedeutet auch Schönheit, Kreativität oder Harmonie. Venus befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen und hier im 10. Lebensbereich löst etwas aus, dass du als Frau wahrgenommen bist und dass du Kompliment bekommst oder beruflich ändert sich bei dir etwas und lebst die Kreativität, kann auch bedeuten, dass eine Frau hilft dir im beruflichen Umfeld. Möglich ist es auch, dass du dein Wunsch, dein Ziel ist Liebe, Partnerschaft. Und es wird jetzt gerade aktiviert. Merkur ist der Planet der Handlungen, aber bei Merkur Einfluss kann auch um Terminen handeln, um Verträgen. Und Merkur befindet sich hier auch im 10. Lebensbereich. Und das heißt, entweder du stehst in Öffentlichkeit und anderen hören zu, oder unterschreibst du einen Vertrag oder hast du Gespräche bezüglich dein Beruf, Berufung. Mond ist auch hier im Fischen. Mond hat einen Einfluss auf unseren Alltag.
beeinflusst unseren Gefühlszustand und kann auch kleineren Veränderungen auslösen. Neptun lässt unsere Träume leben. Neptun befindet sich im Wassermann, hier im 9. Lebensbereich. Das kann ein traumhaft schöner Urlaub sein oder dass du träumst von einer Reise. Möglich ist auch, dass Neptun hier die inneren Reisen aktiviert und das ist die Spiritualität und du lernst deine Träume, deine Visionen verwirklichen. 2. Mai steht Venus und Mond in eine Verbindung, hier Venus und Mond, und das aktiviert, liebe Partnerschaft, aktiviert deinen Gefühlen. Und das in Tierkreiszeichen Fischen. Und die Tierkreiszeichen Fischen gehören zum Wasserelement. Das aktiviert nochmal die Gefühle, die Träume, die Sehnsüchte. Bei Fischenenergie kann passieren, dass hier auch Zweifel, Angst auch eine Rolle spielt. Das sollen wir aber loslassen und etwas visualisieren, vorstellen und Vertrauen, das Fluss des Lebens. 3. Mai steht Mond mit Merkur in Verbindung, aktiviert Gesprächen. Und das ist entweder Übergefühlen oder Nackgefühl, intuitiv diese Gespräche führen. 4. Mai ist Neumond. Neumond bedeutet Rückzug, Nachdenklichkeit und Meditation. Dieser Neumond ist exakt um 23 Uhr 46 Minuten hier im Widder. Worüber sollst du nachdenken? Das sind deine Wünsche, Sehnsüchte, wie erreichst du das oder was ist das überhaupt? Und nachdenklich zu sein über Freundeskreis. Wen kannst du vertrauen? Wen kannst du nicht vertrauen? Oder Rückzug in diesem Tag von Freunden, Bekannten. 5. Mai ist Merkur im Widder. Und das heißt, du lernst mit deinen Wünschen umgehen oder dass du das vertraust. Oder bekommst du eine Nachricht, hast du Gespräche im Freundeskreis oder in einer Gruppe mit gleichgesinnten Menschen. 4. Mai ist Neumond, exakt um 23 Uhr 46 Minuten. Und das heißt, Sonne und Mond, sie treffen sich hier in Tierkreiszeichen wieder. Ein Neumond bedeutet Rückzug, Nachdenklichkeit, Meditation. Thema ist deine Wünsche, Sehnsüchte und Freundschaften. Wen kannst du vertrauen, wen kannst du nicht vertrauen? Oder dass du dich zurückziehen sollst in diesem Tag von deinen Freunden, Bekannten. 5. Mai übergeht Merkur im Widder und aktiviert hier auch die Lebensbereich Hoffnungen und Wünsche und du lernst. Merkur bedeutet auch das praktische Wissen, etwas lernen, mit deinen Wünschen umzugehen oder wie setzt du im Tat das um. Merkur löst hier auch noch etwas aus, eine Nachricht oder Gesprächen in Freundeskreis oder in eine Gruppe mit gleichgesinnten Menschen, kann sogar in die Gruppe bei dieser Merkur-Energie einen Vertrag auslösen. 6. Mai übergeht Mond im Stier. Mond hat einen Einfluss auf unsere Gefühle. Und Stier befindet sich im 12. Lebensbereich und das ist wichtig, einen gewissen Rückzug oder erkennen etwas, welchen Gefühlen spielen eine Rolle, was ist die Ursache nach etwas, in die Tiefe schauen.
7. Mai ist Mars in Zwillingen. Mars übergeht hier in Zwillingen. Du siehst auch in deinem Geburtshoroskop, dass unser Planet Erde bewegte sich im Tierkreiszeichen Zwillinge in dem Tag, wo du geboren bist. Und das ist ein Hinweis auf Sicherheit, Stabilität, einen festen Boden unter den Füßen. Und du hast das selbst in Hand. Du schaffst das alleine, hast diese Kraft, dich zu behaupten. Und Mars, dieser Mars-Einfluss aktiviert deine Kraft, dass du etwas in Bewegung setzt oder dich durchsetzt. Mars hat einen Einfluss auf Sport, Bewegung, das kann natürlich auch möglich sein. Oder ein männlichen Person hat einen Einfluss auf deine Persönlichkeit oder an dein Aussehen. 8. Mai, Mond übergeht in Zwillinge und 8. Mai steht Mond und Mars in Verbindung. Das kann bedeuten, dass dieser Mann einen Einfluss auf deinen Gefühlen hat. Möglich ist auch, dass du sehr emotional bist und Mars gibt diesen Impuls und das kannst du nicht im Zaun halten. Entweder bist du zu impulsiv, vielleicht hast du Wut und das zeigst auch nach außen, oder dass du sehr viel Gefühle zeigst und Mars setzt das in Bewegung, oder dieser Mann hat einen großen Einfluss auf dein Gefühlen. In diesem Tag, also 8. Mai, steht Merkur und Uranus in Verbindung. Merkur, Uranus hier im Widder. Widder kann auch Neuigkeiten bedeuten und Uranus ist ein plötzliches, unerwartetes Ereignis, eine Nachricht, ein Gespräch, womit du nicht rechnest. 10. Mai übergeht Mond im Krebs, aktiviert bei dir Thema Werte, Wertschätzung, Selbstwertgefühl und Finanzen. In dein Geburtshoroskop ist hier Jupiter und das gibt dir diese optimistische Haltung, vermehrt etwas, bringt Glück auch in deine Finanzen und das kann auch ein Hinweis sein mit diesem Mondeinfluss, dass gerade dieses Glück hast, gut investieren oder etwas günstig kaufen oder etwas gewinnen. 11. Mai übergeht Venus in Tierkreiszeichen Widder. Venus bewegt sich dann hier im Widder und aktiviert hier Themen, deine Hoffnungen, Wünsche. Bei Venus-Energie ist das natürlich die Liebe, Partnerschaft. Wenn das um Freundschaften geht, dann Kontakt mit einer Freundin oder kennenlernst du jemand, eine weibliche Person und hast du neue Kontakte, neue Freundschaften. 12. Mai ist Halbmond. Halbmond ist immer Spannung, Spannung, Unsicherheit, Nervosität. Dieser Halbmond ist hier im Krebs. In diesem Tag nichts kaufen, nichts investieren. Das Geld kann auch verloren gehen. Es fehlt die Erde-Element, es fehlt die Stabilität, löst Unsicherheit aus. Dieser Halbmond ist exakt um 2:12. 13. Mai ist Mond im Löwe. Wir haben eine zunehmende Mondphase. Das heißt, es vermehrt sich etwas. Hier aktiviert Themen, kleinere Veränderungen, eine kleine Reise, Kontakt mit Bekannten, Verwandten, Nachbarn. 15. Mai übergeht Mond im Jungfrau. Aktiviert Thema Wohnsituation, entweder eine kleinere Veränderung in die Wohnung oder dass du was veränderst im Haus.
oder Wohnung 16. Mai übergeht Sonne im Stier. Sonne verabschiedet hiervon wieder und übergeht im Stier. Und starten wir hier ein neues Thema mit Stierenergie. Stier hat mit Besitz etwas zu tun, auch mit Finanzen oder etwas in Besitz zu nehmen, was wertvoll ist. Aber wirkt auch die 12. Lebensbereich, dass du mehr Rückzug brauchst, Ruhe oder du erkennst die Ursache nach etwas, schaust in die Tiefe, überprüfst du Werte und Finanzen. Das ist dann die Stierenergie hier. 17. Mai ist Mond im Waage. Aktiviert bei dir Thema Lebensfreude, Kinder, dein inneren Kind, Erinnerungen. Mond in diesem Lebensbereich, wo um Kinder geht, kann auch Mütterlichkeit zeigen oder Empfängnis. 18. Mai ist Vollmond. Und Vollmond bedeutet, dass etwas wird ganz und voll beleuchten und da sollen wir auch genau hinschauen. Und das ist hier die 5. Lebensbereich, deine Kinder oder dein inneren Kind, Erinnerungen an die Kindheit, die schöpferische Energie, das Spielerische, etwas gestalten, in Form zu bringen und auch Lebensfreude. Dieser Vollmond ist exakt um 22.11 Uhr. Im selben Tag ist Venus und Uranus ist in einer Verbindung und sie wirken gemeinsam. Unerwartete Ereignisse in die Liebe, Partnerschaft oder Veränderungen im Freundeskreis oder in die Liebe, Partnerschaft. 19. Mai ist Merkur im Stier. Hier im 12. Lebensbereich schauen wir in die Tiefe. Die tiefe Zusammenhänge des Lebens zu erkennen oder die Ursache nach etwas. Hier ist auch die Geheimnisse. Du erfährst etwas, was eigentlich ein großes Geheimnis ist. Oder wenn du deine Geheimnisse hast, dann sollst du eher schweigen. Sonne ist auch hier, besteht die Gefahr, dass dann weitergetratscht wird. Hier handelt es sich um Erkenntnisse, in die Tiefe schauen, lernen, die Zusammenhänge des Lebens zu erkennen oder Geheimnisse, Gespräche. Möglich ist es auch, dass du geheime Feinde hast und sie reden hinter deinen Rücken, aber das kommt ins Licht. Mond übergeht in Tierkreiszeichen Skorpion, aktiviert hier Themen Arbeit und Gesundheit. Das ist hier eine abnehmende Mondphase und das eignet sich gut dafür, von alles verabschieden, was dich stört, was dich belastet. 20. Mai steht Mond mit Jupiter in Verbindung. Und das sind für dich Chancen, Möglichkeiten, die Hindernisse auf dem Weg zu räumen, etwas verbessern beruflich. 21. Mai übergeht Mond im Schütze, aktiviert bei dir den Lebensbereich Liebe, Partnerschaft. 22. Mai steht Mond mit Saturn in einer Verbindung. Saturn belehrt uns. Thema ist Liebe, Partnerschaft oder hilft dabei von etwas verabschieden. Das kann auch Gefühlen sein wie Verlust, Angst oder Schuldgefühl, das in Ordnung zu bringen und die Liebe, Partnerschaft in Form zu bringen. Saturn sorgt für Stabilität, aber manchmal grenzt uns ein oder belehrt uns. 23. Mai steht Mond mit Pluto in Verbindung. Pluto ist rückläufig.
zeigt Vergangenheit. Das ist ein Ablehnen der Mondphase. Von etwas verabschieden, was mit der Vergangenheit zusammenhängt, trennen von etwas oder von Gefühlen wie Angst. 24. Mai ist Merkur im Diamant und das bedeutet, klärt sich etwas auf. Diese Merkur-Energie beschleunigt auch etwas und hier handelt es sich um Geheimnisse. 24. Mai übergeht Mond im Steinbock. Mond hat einen Einfluss auf unsere Gefühle und hier im 8. Lebensbereich handelt es sich um Erneuerungsprozesse im Gefühlsebenen. Angst, Zweifel, Schuldgefühl als Loslassen, übergehen auf die positiven Gefühle wie Begeisterung, Leidenschaft, Hingabe, Dankbarkeit, Liebe, also auf die Gefühlen achten. 26. Mai ist Halbmond im Wassermann. Halbmond ist immer Spannung. Die Spannung ist hier im 9. Lebensbereich und das sind Ausland, Auslandskontakte oder Reisen oder Spiritualität. Fehlt die Feuerelement, fehlt die Mut, fehlt die Begeisterung. Dieser Halbmond ist exakt am 17.34 Uhr. 27. Mai steht Mond mit Neptun in einer Verbindung und das aktiviert unsere Träume, Visionen und dann auch Glauben und das hat mit Reisen was zu tun oder du lernst diese Spiritualität, dieses Werkzeug auf deine Träume zu vertrauen, etwas visualisieren. 29. Mai ist Mond in Fischen. Hier ist Wasserelement. Wir spüren ganz intensiv die Gefühle. Und hier ist auch wichtig das Vertrauen, das Fluss des Lebens und kannst beruflich etwas verbessern. 31. Mai ist Mond im Widder und aktiviert die Themen wie Wünsche, Hoffnungen und auch Freundschaften. Liebe Eriana, so könnte ich dein Monatshoroskop beschreiben. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute, alles Liebe von Dendera.